Willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. Wir haben noch einen Fertigkeitspunkt, den wir noch mal irgendwo investieren können. Hier können wir jetzt auf die zweite Spalte schon zugreifen, weil wir da schon 4 erlernt haben. Handwerksmeister. Aha. Die Menge wird erhöht von unterwegs hergestellter Munition. Leichenfallen-Spezialist. Stellen Sie mit Leichen von Feinden Fallen her, die ein tödliches Giftgas freisetzen, wenn sie untersucht werden. Okay, ja, nicht verschlecht. Hohlspitzgeschosse. Stellen Sie Pistolenkugeln her, die großen Schaden verursachen und sich für eine tödlichere Wirkung beim Aufprall ausweiten. Okay. Abrissexperte. Fortschrittlichere Techniken verleihen allen hergestellten Handobjekten einen größeren Detonationsradius. Feuern Sie gleichzeitig bis zu 2 Pfeile auf 2 separat anvisierte Ziele ab, während Sie mit vollständig gespannten Bogen zoomen. Das ist geil. Das gefällt mir. Bonus-EP. Auch nicht schlecht. Während Sie vollständig mit gespanntem Bogen zoomen, können Sie mehrere Ziele anvisieren, indem Sie für eine kurze Zeit auf sie zielen. Nach dem Auslösen treffen die Pfeile mehrere Feinde gleichzeitig. Rote Zielsymbole zeigen anvisierte Ziele an und die Position der Markierung gibt Aufschluss darüber, wo die Schüsse treffen werden. Entweder Körper oder Kopf. Na, da bin ich ja mal gespannt. Super. Kann ich beim Bogen nochmal irgendwas verbessern? Nee, bisher nicht. So. Grabflüstern. Compound-Bogen. Da haben wir jeweils schon einen Teil gefunden. Gut. Ja, liegt hier vielleicht noch was rum? Doch, hier unten ist noch so ein Münzversteck. Hier drüben. Plus 7. Sehr gut. Okay, anscheinend bekommt man jetzt auch ein bisschen mehr Münzen, um sich hier drin noch mehr zu kaufen. Ach so, immer noch fehlende Ausrüstung. Na gut. Was kam denn der Pistolenschalldämpfer? Ich vermute mal, dass wir später vielleicht 25. Aber der wird ja überall rumstehen. Dass man später vielleicht mit Pfeil und Bogen nicht mehr unbedingt weit kommt, wenn die Gegner Helme aufhaben, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Wäre nicht das erste Spiel, bei dem das am Anfang noch klappt, aber später dann halt nicht mehr. Die Berichte bleiben aus. Trinity macht sich langsam Sorgen. Wir hatten Probleme mit den Einheimischen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir einschreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Oh. Ausweichmanöver. Okay. Geht es dir gut? Oh, Gott sei Dank. Anna, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hol uns hier raus. Irgendwie
Göttliche Quelle. Bitte! Aufhören! Ich weiß nicht, wo sie ist! Aufhören. Sie hat keine Ahnung. Was? Ne. Ich werd bekloppt. Du Miststück. Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben. Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Anna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Das hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich. Stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Kann er einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Aha. Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Wunderbar. Und was genau haben Sie damit vor?
Ich sage Bescheid, sobald ich's weiß. Ich hau dich damit, wenn du mich weiter nervst. Dann ist erstmal ein Loch in die Wand. Dann bin ich ja weg. Haben Sie vermutlich gehört. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. So. Ich bin dann mal weg, wa? Sehr gut, Lara. Ja. Aber Vorsicht! Verletz dich doch nicht. So. Gibt's einen Weg raus? Nein, aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Recurve-Bogen. Und Seil erhalten. Schaffen Sie einen Ausgang. Liegt hier noch was rum? Kann ich hier noch mal in irgendeinen Spind rein? Nein. So, dann quetschen wir uns mal wieder zurück. Das ist ja was, ne? Hat die uns eiskalt hintergangen, dieses Miststück. Vorsicht! Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Mann! Und vor allem, warum ist hier drin so windig, dass ihre Haare immer und überall... Sie mit links. Dasselbe wie Sie. Etwas, was wir Ihnen nicht geben können. Hat geklappt. Können Sie da raus? Halt! Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Danke. Ich heiße Jacob. Lara, nehmen Sie das, falls wir getrennt werden. Wir sind zusammen? Hä? Jacob also. Naja, vielleicht neben dem russischen Händler. Hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Kennen Sie den Weg hier raus? Ja, ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. Ich baue mir hier erstmal meine... Pfeil und weh, der kreuzt mir irgendwo so dazwischen. Dann wird's hier echt ungemütlich. So, die habe ich noch. Liegt hier liegt doch noch mehr rum. Hier muss doch noch mehr rumliegen. Jawohl. Nice. Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das. Aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue, bessere Welt ist nah. Na klar. In seiner Zelle noch was? Nee, ne? Ich komm gleich. Hey, da sitzt noch jemand, aber der dürfte nicht mehr leben. Ein silbernes Zigarettenetui scheint im Krieg verwendet worden zu sein, was wahrscheinlich ist. Das ist keines der Poster zum Abfackeln. Wie lange waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Was ist das? Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Namen. Es war ein Arbeitslager. Ich will erstmal die Kiste. Ach cool, das Ding hat's ja auch wieder. Super. Und Pistole freigeschaltet. Na, immerhin.
Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue, sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat. Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. So, das schauen wir uns gleich an. Das ist echt nett gemacht hier, also. Da geht es wahrscheinlich gleich weiter. Und vermutlich kriegen wir da den Dietrich auch. Aber sind wir nicht? Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt. Als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Gott. Das muss schrecklich gewesen sein. Wer diese Zeiten überlebt hat, hat viel zu erzählen. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Eher wie eine Ausgrabung. Das ist möglich. Sie haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Das müssen Sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Okay, das war's anscheinend. Jo. Na gut, dann hauen wir hier mal ab. In der Hoffnung, dass jetzt hier nicht nochmal was dazwischen kommt. Ah, doch nicht. Gut, dann sind wir doch woanders, als ich dachte. Schade. Beste Fluchtmöglichkeit haben wir, wenn wir es zum alten Bahnhof schaffen. Und was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Kommando Posten 2, letzte Heli gestartet. Verstanden. Das ist die letzte Lieferung. Berichte über Probleme beim Kommunikationsdepot. Der Einheimische? Negativ. Haben einen bewaffneten Eindringling geschnappt. Oh, sie hat Ärger auf dem Gelände gemacht. Erwarten wir noch andere? Vermuten. Bleiben Sie hier. Ich kümmere mich darum. Okay. 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 Moment, ich hab's gleich. Ja, damit. Das war's. Kann losgehen. Okay, wir müssen auf alle Fälle in dieses Gebiet, in der ich eigentlich erstmal alles machen wollte, auf jeden Fall später nochmal zurück. Da könnte man wirklich zu dem Zeitpunkt noch nicht alles machen. Ich hoffe, das geht auch, dass man halt... Sowjetanlage. Dass man hier in diese Anlage nochmal zurück kann, weil sonst, ich weiß jetzt nicht, wie man da sonst machen sollte. Okay, da hinten liegt irgendwas rum, Seile, glaube ich. Ich gehe erstmal hier runter und nehme das mal schnell mit. Federn. Da ist einer dieser Laptops. Da oben ist einer drin. Wäre vielleicht ganz klug, wenn ich den als allererstes mal erledige. So, dann kniet da oben noch einer. Da hinten läuft noch einer. Ich weiß nicht, ob da oben noch irgendwo einer drin ist. Aber da links ist zum Beispiel auch noch so ein Laptop. Da könnte ich mit Giftpfeilen wieder erledigen. Da hinten rechts mal schauen. Ah, da oben im Turm ist auch noch einer.
Den habe ich nicht gesehen. Ich denke, jetzt wäre da eine gute. Würde ich ungeschoren nach rechts hochkommen? Ich müsste vielleicht den da oben erst noch erledigen. Ich weiß halt nicht, wo der hinfällt. Wenn der irgendwo hinfällt, wo er nicht hinfallen soll. Nicht nach vorn. Ach, Gott sei Dank. Nein, nicht darunter. Ich sehe mal nach. Verstanden, jemand spielt mit uns. Wir werden angegriffen. Durchsuchen uns. Da war noch ein zweiter, ne? Begebe mich in Deckung. Echt? Ach komm, vergiss es, ey. Woher wissen die denn jetzt, wo ich bin? Nö, das will ich eigentlich nochmal machen. Ich lasse mich jetzt hier abballern. Das ist ja dumm. Na komm, haut mich weg. Ist das bescheuert. Wenn sie jetzt erstmal nach mir gesucht hätten, okay, aber doch nicht. Nö, das mache ich noch. Das will ich lautlos machen. Habe ich keinen Bock drauf. So, wunderbar. Moment, ich hab's gleich. Das war's. Na gut, wir versuchen es beim nächsten Mal nochmal von vorn. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.